Hallo und herzlich willkommen zur Folge 123 von Gothic 2, The Dark Saga. Wir sind zurzeit in der Mine, haben mit Hart gesprochen, haben alles dabei, was wir brauchen. Bitte fall da nicht runter. Danke. Und gehen jetzt zum Wanderer, werden die vier Golems hoffentlich bezwingen können. Wir müssten alles dabei haben. Mal gucken. Los, gehen wir ins Licht. Los geht's. Laufen wir jetzt mit dem die ganze Zeit durch die Gegend oder was? Ich habe eine Idee, wo der Wanderer sein könnte. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die eine Spalte hinter der verlassenen Festung, wo es nicht weiterging, wo wir zurückgesetzt Hey wurden. du, in Ordnung, folge mir. Das könnte nämlich genau der Punkt sein, wo der uns jetzt hinführt. Sollte er das tun, kriege ich eigentlich auch wieder Milzbrand, weil ich jetzt wirklich nicht verstehe, wieso wir mit dem quer durch die Map jetzt nochmal rennen sollten. Also nur sollte der Fall eintreten. Einfach eine Blende, einfach schwupp, tada, wir sind am Ziel. Ja, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen der faule Zugang. Da ist nichts zu holen. Aber was ist der spielerische Mehrwert, jetzt mit dem Hart quer über die Map zu rennen, die wir schon 100 Mal gesehen haben? Das ist halt technisch veraltet, muss man sagen. Das ist klar, war eine andere Zeit, es sind ruppiger, die Spiele. Gab nicht so viel Komfort. Vielleicht kann man auch die Meinung in den Raum stellen, dass die heutigen Spieler zu viel Komfort erleben, ne? Kann man vielleicht auch, ne? Dass man vielleicht gar nichts mehr machen muss, außer Pfeiltaste zu drücken, weil man überall im HUD alles zugebatscht bekommt und quasi überhaupt nicht mehr denken muss. Die Meinung kann man vertreten, auf jeden Fall. Aber genau das hier ist halt eben die Alternative. Ein Typ durch die Gegend zu rennen, der eigentlich überall hängen bleibt. Nee, Quatsch, natürlich gibt es auch einen gesunden Mittelweg, aber ja, also da muss ich sagen, sehe ich halt spielerisch keinen Mehrwert, wirklich nicht. Ich glaube, das jetzt, wir laufen da jetzt wirklich hin. Das heißt, wir müssen komplett außen rumlaufen, ne? Weil durch die Dinge oben können wir nicht durchlaufen, durch die Festung. Weil da ist ja kein Loch in der Mauer oder so. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem da unten durch. Dann hinten den ganzen Weg hoch, am Trollplateau vorbei und dann hinten in den Bereich, der bisher noch versperrt uns blieb. Ja, das wird's vermutlich sein. Und entweder kriegen wir den Stein der Elemente, nachdem wir die vier Golems umgeboxt haben, oder der Stein der Elemente ist halt eben, wie die Quest eigentlich auch uns mitteilt, in der verlassenen Festung. Und sollte es in der verlassenen Festung sein? Oder halt, der, sollte der Stein in der verlassenen Festung sein, müssen wir echt gucken, wie wir da rankommen. Ich hoffe, dass wir. Gut, ich meine, der Wanderer ist ja nicht das letzte. Die letzte Station. Wir müssen ja auch den dunklen Nekromanten noch besiegen. Würde ich jetzt mal schätzen. Das heißt, wenn das Ende sich quasi abzeichnen lässt, würde ich tatsächlich einfach mit K durch das Gitter durch und dann machen wir quasi noch die letzte Prüfung des Nekromanten, also des, nicht des Nekromanten, sondern des Schwarzmagiers. Außer der entpuppt sich als der Nekromant, wer weiß. Nee, jetzt glaube ich nicht. Aber sagen niemals nie. Aber um das quasi einfach abzuschließen, werde ich das dann, glaube ich, machen. Ich kann dann euch halt leider nicht zeigen, was ich euch eigentlich zeigen wollte, wie man da nämlich normal hinkommt. So müssen wir uns da quasi halt drumherum tricksen, leider. Aber ja, falls es mit dem Geist zu tun hat, ich habe alle Optionen ausprobiert. Bis auf eine. Bis auf eine. Das könnte man zum Beispiel auch noch versuchen. Einfach Untote vernichten, draufbatschen. Ich glaube, das haben wir jetzt noch nicht probiert. Ich bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Wäre aber eine Überlegung wert. Kriege ich jetzt noch einen Stärkepunkt? Jawohl! Da hat es mal rentiert. Da könnten wir übrigens noch die restlichen Lernpunkte übrigens noch in Erlebnispunkte verheizen. Ich behalte sie mal, weil ich davon ausgehe, dass wir vielleicht nochmal irgendwann damit was anstellen können. Aber ich hatte übrigens recht, ne? Wir laufen jetzt genau dahin. Einmal quer um die ganze Map. Ich meine, klar, die Map ist nicht allzu groß. Muss man natürlich noch dazu sagen, klar. Aber yo, ist das unnötig.
Na klar, für die Personen, die noch nie hier oben waren, auf diesem Plateau hier hinten, für die lohnt sich das. Deswegen, ich gehe auch immer aus meinem komischen Blickwinkel ran, indem ich die ganze Map erstmal erkunde. Das machen natürlich nicht alle Spieler. Ansonsten kann man hier mit dem Hart noch ein kleines Abenteuer erleben und ein paar Gegner umknüppeln. Na, dann macht es schon Sinn. Okay, dann, los geht's. Glaube an mir. Von hier an liegt es an dir. Ich hoffe, die Götter sind auf deiner Seite und du schaffst es, die Golems zu besiegen und mit den Alten zu sprechen. Viel Glück, Alastair. Ich habe mich gefragt, wie du an den Golems vorbeigekommen bist. Schließlich bist du kein Krieger, sondern ein Weiser. Und du bist es eher gewohnt, nach der Wahrheit zu suchen, als magische Wesen zu bekämpfen. Das ist und bleibt ein Rätsel für dich. Warum soll der das überhaupt wissen? Wo finde ich Orkholz? Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Auf unserer Insel gibt es keine solchen Bäume und es hat sie auch nie gegeben. Ja, das sind diese Tipps, die man bekommt. Warum ich die jetzt bekomme von dem, weiß ich auch nicht. Ah doch, ich weiß es. Das ist nämlich ein anderer Hart als der in der Mine. Deswegen hat er auch andere Gesprächsoptionen. So, und jetzt dackelt er halt zurück. Ich muss die Golems töten, die den Weg zum Magier bewahren. Okay. Jetzt können wir hier wohl durch. Gibt es einen Weltwechsel oder können wir einfach nur durchlaufen? Scheinbar können wir jetzt einfach durchlaufen. Wollen wir die Telekinese benutzen? Das ist ja ein Bereich, den wir noch nicht kennen. So, da vorne haben wir direkt einen Steingolem. Ich will tatsächlich mal probieren, ob es mit dem Schwert auch geht. Ich will einfach hoffen, dass es nicht klappt. Ach ja, wir haben ja unsere komischen Animationen mit dem Schild. Aber es scheint nicht zu funktionieren. Und das ist auch gut so. Ne, bei den anderen Golems hat es ja geklappt. Aber das hier soll halt ein spezieller Golem sein. So. Da haben wir mal den Kriegshammer. Und boxen den problemlos um. Dann ist der Eisgolem. Für den wissen wir ja auch, was wir brauchen. Da genügt. Ich guck mal, ob ein Feuerpfeil genügt. Könnte mir aber vorstellen, dass es schon einen Feuerball bedarf. Alter, aber was heizt denn der da los? Jetzt knüppelt der mich hier nieder, oder was? Ich glaube, es rappelt. Was soll denn das? Der hat aber eine große Reichweite, mein Freund. Ja, das gibt's ja gar nicht. Ah, ach komm. Als ob ich da im Nachhinein noch reingedappt bin. Böse Reichweite auf jeden Fall. Böse, böse Reichweite. Also ich müsste eigentlich viermal getroffen haben. Warum der noch steht, ist mir ein Rätsel. Ich bin wieder auf die Schnauze, das ist so nett. Alter, verteilt der Fäuste, der Depp. Jetzt, wo ich sehe, dass der nicht One-Hit ist, mache ich mir echt Sorgen, ob die Eispfeile genügen. Heieieiei. Hammer, okay. Jetzt wird es halt ganz interessant. Eispfeile sind nämlich auch noch schwächer als Feuerball. Boah, ich habe richtig Bedenken. Oder wir heizen den einfach mit der, Windfaust weg. Das können wir natürlich auch machen. Auch hier, ich habe beim Oswald auch nochmal offscreen nachgeguckt, da gäbe es auch nichts mehr. Also an Spruchrollen oder so.
Das heißt, wir hätten auch gar nicht die Möglichkeit, an weitere Spruchrollen zu kommen. Und das? Vorbeigesprungen. Oh, vorbeigesprungen. Kann man da irgendwie rüber? So, wo bin ich hier? Da ist doch irgendwas. Koanak Shark oder die Urkunde von Noah Koanak. Okay. Vielleicht ein Buch, das wir im Hart zeigen können. Eine orkische Legende. Scheint wohl eben so ein Buch zu sein. So, wir könnten auch schon gleich mal. Wo ist denn die Waffe? Da, der Stab der Absorption. Den schon mal mitnehmen. Wieder rüber hüpfen und mal gucken, was uns hier als nächstes begegnet. Telekinese hat hier leider überhaupt nichts zu tun. Hier gibt es irgendwie gar nichts. Ach, guck mal, Freund. Das einzig Beruhigende ist, dass wir einen sehr hohen Schutz vor Feuer haben. Leider auch schon alles. Hallo, Freund. Das ist der Eispfeil. Hör mal zu, mein Freund. Wir haben hier, glaube ich, so eine Art Pattsituation. Weil du machst mir keinen Schaden. Mal den umboxen. Au! Das ist zum Thema keinen Schaden. Okay, leider hat sich genau das bewahrheitet, was ich befürchtet hatte. Und zwar, ich glaube, wir kommen an dem Feuergolem nicht vorbei. Und leider haben wir auch überhaupt keine Möglichkeit. Außer wir machen dem Schaden als Drachensnapper, aber das will ich jetzt gerade auch nicht so ganz glauben. Feuerbälle bringen nichts. Wir haben vier Eispfeile, wir haben. Ich habe noch eine Idee. Zum Glück habe ich ihn noch aufgehoben. So geht's auch. Da ist nichts zu holen. Hat sich das Monster schrumpfen doch nochmal gelohnt. Mensch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass ich das nochmal benutzen können. Oh Mann, ey. So, und der letzte ist der Wirbelgolem. Den müssen wir einfach nur kaputt dreschen mit dem Stock, den wir hier dabei haben. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich frage mich echt, was mit diesem Buch auf sich hat, das wir jetzt noch gefunden haben, da an der Seite. Aber vielleicht wird sich das auch noch alles klären. Und da hinten ist der Anna-Kollege.
Und der will auf den Deckel. Ein Schlag. Hey, die Windfaust. Wir haben sogar eine Rune mal bekommen. Und die können wir sogar einfach benutzen. Nicht, dass es jetzt irgendwie viel Schaden macht oder was bringt. Aber eine nette Sache. Eine nette Sache. So, haben wir das mit den Golems doch gelöst, das Problem. Hat aber auch wieder alles genauso mit aller Gewalt genügt. Ein Glück hatte ich Monster Schrumpfen dabei. Puh, wäre das was geworden. Hätten wir das nicht dabei gehabt. Ich glaube, hätte ich auf die Konsole zurückgreifen müssen oder so. Per Kill-Befehl oder so, keine Ahnung. Was man da sonst hätte machen sollen. Aber so hat es ja dann doch alles perfekt gepasst. Manchmal braucht man einfach Glück. Und dann noch ein kleines bisschen Verstand. Und dann klappt es auch irgendwie. Guten Tag, die Herrschaften. Ich bin als Gast heute hier. Blutfliegen, alles klar. Ich habe auf dich gewartet, Schatzjäger. Hast du schon deinen Weg gewählt? Wovon redest du da? Du bist nicht auf die Insel gekommen, um den Paladinen zu helfen und die schwarze Klinge zu zerstören. Ja, da hast du recht. Aber die Situation hat sich geändert. Ich will nicht Bilias Weg folgen und eine weitere seiner Marionetten werden. Ich bin froh, dass du das sagst. Aber du kannst diese Insel einfach verlassen. Warum solltest du diese wertlosen Phyrexianer retten und den Paladinen helfen? Du hast dich nie um das Schicksal der Königreiche gekümmert, denn in dieser Welt wird alles in Gold gemessen und selbst im Reich von Belia kann man Gold verdienen. Es wundert mich nicht mehr, dass jeder andere Mensch auf dieser Insel alles über mich weiß. Aber warum diese Fragen, Wanderer? Weil du gekommen bist, um den Schlüssel zum Tempel des Schädels zu holen. Wenn du deine Wahl noch nicht getroffen hast, wirst du sterben. Ich habe meine Wahl schon vor langer Zeit getroffen, Wanderer. Gib mir den Schlüssel. In Ordnung, Alastair. Ich zeige dir die Tür und du holst dir den Schlüssel selbst. Wenn du deine dunkle Hälfte besiegst, komm zu mir und ich sage dir, wie du die Fallen im Tempel umgehen kannst. Jetzt können wir hier natürlich nochmal sagen, ich habe um einen Schlüssel gebeten, keine Tür. Ich will aber hier ganz kurz nochmal mich wieder anderweitig ausrüsten, weil ich nicht weiß, was auf mich jetzt zukommt. Ich habe um einen Schlüssel gebeten, nicht um eine Tür. Das ist das Gleiche. Ich werde dir eine Rune geben, die dich zu dieser Tür führen wird. Und wenn du aus dem Reich des Todes zurückkehrst und das Korn des Bösen besiegst, das der Dunkle dir gegeben hat, dann wird unser Gespräch fortgesetzt. In der Zwischenzeit geh und suche den dunklen Stein der Macht. Und nun ist es für mich an der Zeit, dich zu verlassen. Vielleicht werden wir uns wiedersehen. Der verschwindet einfach. Steht hier irgendwas? Die Insel Gorinis, ach was. Mensch. Wahnsinn. Was steht hier? Nochmal die Insel Gorinis, hey! Okay. Auf jeden Fall interessante Angelegenheit. Es war übrigens jetzt doch nur ein Wanderer. Von wegen die Alten. War nur ein Typ. Irgendwie dann doch. Und wir haben eine Rune bekommen. In das Reich des Todes. Na, wenn das nach nichts klingt, weiß ich auch nicht. Was, der dunkle Stein ist zu weit weg? Was für ein dunkler Stein? Hä? Was will der von mir? Ein Geheimnis, oder Mann. Er gab mir eine seltsame Rune und sagte mir, ich solle den schwarzen Stein der Macht finden. Vielleicht ist das eine weitere Falle. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was der jetzt von mir will. Und schon wieder schafft es die Mod, mich einfach nur rätselhaft zurückzulassen. Also meint er mit schwarzem Stein, soll er schwarzes Erz auf den Boden werfen und dann... Oder ist es muss nur eine Location sein. Es muss vor allem eine Location sein, die wir schon kennen. Schwarzer Stein. Lass mich mal überlegen. Bei mir klingelt's nicht.
Gut, das könnte jetzt vielleicht auch auf die längere Aufnahmepause zurückzuführen sein. Wir haben halt die schwarze Festung. Oder die dunkle Festung oder was auch immer. Vielleicht verbirgt sich da des Rätsels Lösung oder so, was weiß ich. Ich glaube, auf diesem neuen Sonderweg hier ist jetzt nichts mehr. Da war nur dieses komische Buch. Ich glaube, das können wir bestimmt im Hard zeigen. Kriegen wir vielleicht nochmal zwei Geschicklichkeitspunkte oder irgendwas, was wir nicht brauchen. Ja, schwarzer Stein. Ich überlege gerade bei diesen ganzen Gruftwächtern irgendwo vielleicht. Keine Ahnung. Damit könnte es vielleicht irgendwie zu tun haben. Ich hoffe mal, wir werden in der nächsten Folge dann schlauer sein. Und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Bis dahin. Tschüss.